Ihr schaut dann Devil TV aus einem ungarischen Saturn hier mit Balázs Gál. Und zwar habe ich hier ein paar interessante Geräte entdeckt, die es in Deutschland gar nicht mehr gibt. Beziehungsweise ich bin hier über die Preise empört, denn wir haben hier zum Beispiel den ersten OLED-PC von Intel für 55.000, das ist ungefähr 200 Euro. 26.000 wären 100 Euro, nur so zur Umrechnung für die nächsten Geräte. An sich ganz cooles Gerät eigentlich, der OLED-PC. Schade, dass er in Deutschland nicht verkauft wird, aber hier kostet der nur um die 200 Euro. Den ersten Compact Mini 110 kennt ihr ja, der kostet hier 270. Dann haben wir natürlich den U135, der ist recht neu, für 360. Dann haben wir den Fujitsu M2010, den ich in einem nächsten Video noch mal etwas genauer anschauen werde. Den habe ich eigentlich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Dann haben wir den D250 von Acer natürlich für 95.000, das sind 380 Euro. Das hier ist auch ein Acer mit einem Z520 Prozessor und 11,6 Zoll Bildschirm, den kennt ihr auch. 7, keine Ahnung, hier steht jetzt 751, genau, das ist der 751er, genau. Dann haben wir den Lenovo S102, der hier 420 Euro kostet. Ridiculous, wenn ihr mich fragt. Zwar mit schönen Farben, aber naja, etwas zu viel. Gleich daneben nochmal das gleiche mit etwas anderem Design. Ist ein deutschlandweiter Verkaufsschlager, nur weil er dort nur noch 230 Euro bis 270 kostet. Dann haben wir das Toshiba, das auch eins meiner Lieblingsgeräte ist. Zwar noch Last Generation, deswegen nur NB200, nicht 300 und N280 Prozessor. Aber auch 420 Euro. Jetzt müsst ihr bedenken, Durchschnittseinkommen in Ungarn ist bei 200.000 Forint. Also immer noch viel für so ein Ding. Ist einfach nervig, dass sie hier mehr Geld verlangen als in Deutschland. Dann haben wir das Samsung N210. Endlich sehe ich das auch mal live, denn normalerweise wird nur das N220 und N150 ausgestellt. Aber das kostet hier satte 400 und, jetzt müsste ich rechnen, 60 Euro. Zu viel, wenn ihr mich fragt. 100 Euro mehr wie in Deutschland, das ist doch schon erheblich viel. Mehr, immer noch das S102, dann das gerade, was ich teste, hier das S10 III von Lenovo. Das kostet hier fast 500 Euro, 480, das ist einfach übertrieben. In Deutschland kauft schon keiner, weil es nur 330 kostet, statt 300 wie die anderen. Dann haben wir das MSI NU200, meine ich, nicht N, für auch recht viel Geld. Das Lenovo S12 mit Nvidia Ion, also nicht der ohne. Also ist hier wahrscheinlich auch der Intel-Prozessor drin für, jetzt haltet euch fest, fast 600 Euro. Das sind 580 Euro, was hier steht. Und den Lenovo S10 III Tablet, den haben wir auch für 540 Euro. Jetzt kommt gerade die Durchsage, dass der Laden bald zumacht. Das waren hier so ziemlich alle Netbooks. Was mich noch erfreut hat von Asus, habt ihr zwar keine Geräte gesehen, weil die einen eigenen Ständer haben, einen Stand haben. Und zwar ist hier noch das uralte Asus N10, das noch eine gescheite Grafikkarte eingebaut hatte. Eine 9300, das war das erste Ion-Gerät sozusagen. Damals wurde das bloß noch nicht Ion genannt. Und der kostet aber auch hier 18.000, das sind auch fast 500 Euro. Das war ein Devil TV mit den Netbooks aus Ungarn. Und ja, weitere Videos zu Netbooks, Nettops, MIDs, bla 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 findet ihr auf endevil.com bzw. endevil.tv.